Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Heute werden wir mal, ja, uns ein Fahrzeug schnappen, was wir eigentlich schon von Anbeginn haben. Nämlich unser erstes Fahrzeug, das haben wir eigentlich direkt so nebenan gestellt und haben gleich den Blick auf alles andere geworfen. Dabei, ja, ist der Ford Mustang, den wir ja am Anfang gewählt haben, schon eigentlich ein schickes Kfz. Und das werden wir jetzt auch ein bisschen aufpimpen. Gucken wir mal, was da so geht. Ich denke mal, viele von euch werden das schon getan haben, aber ich habe mir gedacht, komm, das müssen wir jetzt einfach tun. Das liegt da einfach in der Garage rum, das arme Fahrzeug, das hat ja auch Gefühle. Und deswegen wollen wir da auch einfach jetzt mal da ein bisschen Hand anlegen. Außerdem ist es doch cooler, wenn man in unserer Garage einfach einen gepimpten Mustang stehen hat, als einfach so einen Serien-Mustang. Und ich glaube, bei dem können wir einiges rauskitzeln. Deswegen gucken wir einfach mal direkt an der Motorhaube, was da so geht, okay? Okay. Okay, das ist, ja, das ist männlich. Das ist dann jetzt einfach alles mit Carbon, schätze ich mal. Oh, nee, halt. Das ist hier und dann hier. Okay. Okay, das ist halt natürlich ein Heavy Block. Okay, und dann halt nochmal nicht. Okay, und dann alles Carbon. Okay. Gut, das wäre schon heftig. Würde aber besser, glaube ich, so zum Trackstar oder so passen. Aber das finde ich eigentlich ganz geil. So diese, ja, ich weiß nicht, diese Motorentlüftung in Carbon und dann aber so ein richtig fette Motorhaube. Ich meine, das darf ja schon ruhig ein bisschen brutaler aussehen. Ich meine, rein jetzt nur optisch gesehen, würde ich jetzt wahrscheinlich eher das hier nehmen oder das hier sogar, also die Serie sogar lassen, aber ich glaube, wir machen mal das hier. Man darf hier schon sehen, okay, da ist Leistung vorhanden, da braucht es nochmal ein bisschen zusätzliche Luft. Also wir machen das einfach mal drauf. Oder beziehungsweise wir gucken einfach mal durch, ja, und dann gucken wir mal. Oh, 30 Stoßfänger vorne. Okay, also Auswahl gibt es hier mehr als genug. Okay, mit so Aussparung für Zusatzscheinwerfer, die aber nicht eingebaut sind. Jetzt sind sie eingebaut. Alles klar, jetzt sind sie wieder ausgebaut. Was ändert sich denn überhaupt? Hä? Außer. Ah, das, die Lippe unten ist Carbon. Boah, Alter. Also Mini-Details. Muss man voll drauf achten, was sich ändert. Okay, unten werden die Nebelscheinwerfer quasi durch, ja, so ein Strich Tagfahrlichter ersetzt dann bei dem hier. Dann wird das alles mit Carbon einmal. Dann einmal unten quasi den Splitter in so matt schwarz lackiert. Dann jetzt mit dem richtigen Splitter vorne. Okay, Carbon-Splitter. Und wahrscheinlich gleich das alles auch nochmal in Carbon. Okay, das ist halt so richtig heftig. Rennwagen-Style. Okay, ich muss sagen, ich glaube fast, ja, Carbon wäre schon ganz cool. Also die mit diesen Halterungen finde ich jetzt nicht so passend bei dem. Das würde eigentlich auch ganz gut aussehen. So ganz schwarz vorne. Aber ich glaube, ich nehme mal das Ganze, die ganze Geschichte mit dem Carbon-Splitter. Und dann aber, ja, ohne diese Zusatzscheinwerfer-Geschichte, würde ich sagen. Schauen wir mal. Ne, das ist ja, das ist die Variante mit Carbon, genau. Ja, aber ich finde es nicht so geil. Also nehmen wir lieber so, ja. Wobei das auch nicht so richtig passt. Ach, egal, wir gehen einfach weiter. Wir gucken mal durch. Felgen, okay. Klar, da gibt es die verschiedenen Felgen irgendwie. Da gehen wir einfach mal weiter. Außenspiegel gibt es einmal mit normal, einmal Carbon. Seitenschwelle auch einmal normal, einmal mit Carbon. Dann beim Heckspoiler gibt es auch eine, ja, einen kleineren Spoiler, eine kleinere Spoilerlippe. Dann größeren Flügel, ja, ein richtiges Ducktail und dann so ein richtig böser Heckflügel, alles klar. Stoßfänger, da gibt es wieder ein bisschen mehr Auswahl, okay, das ist in Wagenfarbe, dann mit Carbon, also das ist ja nicht Carbon, das ist ja, so ein schwarzes Material, keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll. Einfach schwarz matt lackiert, dann hinten haben wir ein bisschen eine andere Abgasanlage, Diffusor ändert sich aber, glaube ich, nicht so groß, das ist immer nur eine andere Abgasanlage, jetzt ist das Endrohr in der Mitte, okay. Da haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen anderen Diffusor. Okay. Und dann nochmal das Ganze einfach auch mit dem in der Mitte, nur mit einem Carbon-Diffusor. Und jetzt hier nochmal so ein bisschen Rennwagen-Style mit Flaps hinten und so weiter. Aber ja, das finde ich passt nicht so. Okay. Und dann Innenraum, das ist klar. Dann würde ich sagen, ja, machen wir es mal so, wie ich gedacht habe einfach mal. Und dann schauen wir es uns an und dann sehen wir ja. Also hier ein bisschen Power darf rein. Dann hier würde ich sagen, machen wir, Geschichte hier. Wobei das mit den Tagfahrlichtern finde ich, also mit den anderen Lichtern finde ich eigentlich auch ganz geil.
einfach nur das hier so machen. Aber ich glaube, das passt zum Rest dann nicht so, was ich jetzt hier noch so vorhabe. Das hier wäre eigentlich auch nicht schlecht. Oder halt einfach das hier. Aber jetzt muss ich gerade noch mal kurz zurück. Einen Moment. Ja, das ist dasselbe, nur das einmal ist es mit Carbon, ne? Genau. Wir müssen aber fast schon das hier nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, weil hier auch Carbon verbaut ist. Und hier wäre kein Carbon. Das sieht ein bisschen komisch aus, wenn wir da einmal Carbon haben und einmal nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen müssten wir, wenn wir die Carbon-Geschichte nehmen, schon fast... Oder wir nehmen es einfach... Ne, ohne Carbon passt auch nicht, weil wir oben Carbon haben. Okay, tut mir leid, bisschen Verwirrung am Start, aber das darf ja auch mal sein. Machen wir das jetzt... ups. Haben wir es denn jetzt? Das hier? Nee. Das hier ist es. Das hier ist es. Okay, also ohne Zusatzscheinwerfer, aber mit diesen Aussparungen. Ich glaube, das kommt hier jetzt auch nur im Tuning-Shop so krass zu Trage. Felgen, würde ich sagen, können wir eigentlich fast die hier nehmen. Felgenfarbe, aber machen wir mal so. Und die Felgengröße darf schon deutlich größer sein. Nicht das Maximum, aber passt. Ja. Machen wir hier so. Ups. Nein, halt. Vielleicht doch einmal so. Ja, so ist besser. Alles klar. Bremssattel. Ja, gut, die Farbe können wir gleich noch machen. Halt, ich will nicht raus. Dann Außenspiegel auch machen wir auch Carbon. Oh, Seitenschwelle auch Carbon. Optik, Heckspoiler. Würde ich fast sagen, nehmen wir den hier. Aber den etwas größeren. Nicht den ganz riesigen. Ja, und Stoßfänger hinten, würde ich fast schon sagen, dass ich... Das in der Mitte finde ich eigentlich auch ganz cool, aber, weiß nicht, ich muss sagen, Endrohr in der Mitte. Ich glaube, ich nehme eher den, der ist auch ein bisschen bulliger hier. Und dann natürlich auch mit der Carbon-Optik. Machen wir so. Und dann Innenraum machen wir gleich, würde ich sagen, weil wir gucken jetzt erstmal, was für Verzierungen es so gibt. Und dann gucken wir mal, also Freunde, glaube ich, ist nichts. Ja, dann mal Top 100 gucken, was wir hier haben. Okay, hier haben wir einmal mit Rallye-Streifen Carbon RS. Okay, sieht auch cool aus, muss man sagen. Hätte was. Police Hammer. Dann nochmal so mit weißen Streifen. Das würde mit dem Rot ganz gut aussehen, muss ich sagen. Okay, das ist so ein bisschen von NFS Payback übernommen. Was haben wir hier noch? Mustang. Mhm. Ja, gibt's schon ein paar coole. Das ist auch geil. Ja, gibt schon ein paar coole Optiken, muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Okay. Das Ganze nochmal mit Weiß, was wir gerade vorher gesehen haben. Ja, viel mit Rallye-Streifen und über das kommen wir wahrscheinlich auch nicht hinweg. Ja, ich glaube, aber wir nehmen tatsächlich das erste. Ich glaube, das war eigentlich ganz geil. Das Carbon RS, warum nicht? Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat oder ob es denn wirklich gibt, so eine Carbon RS-Variante. Kenne ich mich dann zu wenig aus mit Mustang-Tuning. Aber ich finde, es sieht geil aus, also machen wir es. Aber wir machen jetzt eine andere Wagenfarbe, nicht rot. Gelb wäre schon mal nicht schlecht. Oh, orange wäre eigentlich auch eine gute Überlegung. Schwarz. Weiß, rot, so ein Rot. Ist auch noch. Aber wir gucken mal gerade mal bei vielleicht den schillernden Farben, was wir da so haben. Okay. Ja, oder eloxiert. Ich meine, Gelb würde sehr geilen Kontrast abgeben. Orange eigentlich auch. Ja, Rot ist ein bisschen langweilig. Oder halt wirklich so eine dunkle Farbe. Und dann halt dieses Schwarze oder Grau und Grau oder so, wie man das auch immer nennen will. Hätte ja auch was. Hm, das ist jetzt eine gute Frage, was wir hier machen. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit jetzt hier mit verbringen. Ich verbringe eh schon wieder genug Zeit am Tune, aber ich lasse mir gerne die Zeit, wenn ihr versteht, was ich meine. Matt wäre auch wieder eine Überlegung wert. Ja, das hatten wir schon mal das Thema letztens mit Matt. In einer matten Farbe. Das hätte schon was, so mit dem Orange, ne? Oder halt ein Blau, ne? Weil Ford, Mustang und so... Chrom, ne, Metallic. Ich glaube, ich bleibe beim Orange hängen irgendwie.
glaube, ich bleibe irgendwie beim Orange hängen. Rot wäre schon geil. Jetzt mal ohne Flachs, ne? Rot wäre schon irgendwie auch geil. Ah. Dann wir nehmen das Rot, komm, zack. Fertig, machen wir Ende der Diskussion, einfach rot. So, dann machen wir Bremssattel, dann machen wir die jetzt auch rot. So, und Außenspiegel haben wir schon, jetzt noch den Innenraum. Auch rot und natürlich jetzt nicht hier die extremste Variante wählen. So, oder? Wobei das eigentlich auch mal cool wäre, so die Sitze außenrum rot und... Wobei das, glaube ich, besser passt zum Stil. Ja, dann gucken wir mal, ob wir hier auch was mit Carbon haben. Ja, Hammer, dann passt das nämlich auch zu draußen. Sehr schön. Dann ist der Name auch ein bisschen Programm. So, würde ich sagen. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Würde ich sagen, das ist ein netter Mustang auf jeden Fall. Also mir gefällt's. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Jetzt müssen wir aber natürlich nochmal ein bisschen Leistung da nachlegen. Ich mal gucken, was für Teile denn wir überhaupt gerade am Start haben. Von 420 PS geht die Reise los. Dann gucken wir doch mal, ob wir da nicht ein bisschen höher gehen können. So. Da haben wir nix. Und da haben wir noch einen Reifen. Okay, dann muss ich jetzt gerade mal gucken, ob wir Aufhängung vom anderen Fahrzeug klauen dürfen. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Fahrzeug wechseln. Und dann nehmen wir mal, ja, glaube ich jetzt mal von der Ducati schnell. Die kann es mir hoffentlich verzeihen. Ich hoffe, da ist ein Teil drin überhaupt. Ja, ist es. Dann klauen wir das gerade mal ganz kurz. Ah, ich brauche keine Aufhängung. So, Fahrzeug wechseln. Da haben wir ihn. Den Mustang. Anpassen. Ich glaube, ich hätte es einfach draußen auf der Straße tun sollen. Wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher gewesen. Das klang irgendwie falsch. Ich hätte es auf der Straße tun sollen. Naja, lassen wir das mal so stehen. Gut, dann haben wir das Ding. Dann fahren wir jetzt mal. Ja, kann schon was, oder? Jetzt haben wir Zusatzscheinwerfer da unten. Achso, egal. Oh, ja, geil, wow. Steht einfach einer mitten im Weg. Spawnt gerade. Aus dem Nichts. Ja, klingt schon cool. Kann man machen, auf jeden Fall. Kann man auf jeden Fall machen. Fährt sich gut auf jeden Fall so voll aufgebaut. Böllert schön durch die Gegend. Camaro muss man kurz mal wegkicken, weil wir fahren ja Mustang. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ist ja gut, dann würde ich aber mal sagen, wir fahren mal ein bisschen Rennen. Wir wollen ja ein bisschen Action haben in der Folge. Und ja, dann gehen wir einfach mal hier zu Street Race und dann nehmen wir halt einfach irgendwas, oder? Ist doch scheißegal. Irgendwie Schwierigkeit schwer natürlich. Mal gucken wir doch einfach mal, was wir hier so erleben dürfen. Ja, kleiner Hinweis auch nochmal, falls die Leute oder falls ihr es nicht mitbekommen habt. Gestern gab es keine Folge, weil ich leider eine Migräne hatte. Und die ist auch immer noch nicht so hundertprozentig vorbei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ja, jetzt gibt es wieder Folgen und ich habe auch schon angekündigt auf dem Community-Tab hier auf YouTube, dass es auch noch die Woche eine Doppelfolge geben wird. Das heißt, ihr kriegt zwei Folgen an einem Tag. Aber, upsala, ich weiß noch nicht, welcher Tag das sein wird. Lasst euch da einfach überraschen. Deswegen, also es ist noch nicht heute der Fall. So viel kann ich schon mal verraten. Aber lasst euch einmal mal überraschen, wann es denn der Fall sein wird. Von da hinten kannst du gut beobachten, wie ich dich fertig mache. Naja, von ganz hinten eigentlich auch nicht, weil von ganz hinten sehe ich ja nichts. Aber wir ändern das jetzt einmal mal schnell, indem ich ganz vorne bin. Dann kannst du sehen, wie ich dich fertig mache, hoffe ich. Was dem so ist. Ja, also ich muss sagen, der Mustang ist wohl nicht so krass konkurrenzfähig. Zumindest habe ich, glaube ich, mit anderen Autos ein bisschen mich leichter getan direkt. Und ich habe extreme Frame Drops. Wo habe ich jetzt so Frame Drops? Was ist denn jetzt los? Gott, was war ich denn für ein Müll zu sagen?
hier gewinnen. Und ein Sprung ins Glück. Hui. Da geht ganz schön Speed an, ey. Also ich meine, wir müssen überlegen, das ist jetzt der schwierige Schwierigkeitsgrad, aber da wird ja ab 230 empfohlen, wir haben 280, also... So überragend ist der Mustang wohl nicht, leider. Aber das ist halt genau das, ne? Die Stufe verrät halt nicht direkt, wie stark ein Auto ist, sondern das ist halt nur die Stufe. Das Fahrzeug kann sich dann auch nochmal unterscheiden. Aber jetzt machen wir das Beste draus. Ich habe jetzt einfach mal Hoffnung, dass wir den irgendwie noch einholen da vorne mit seiner Corvette. Ich glaube, es ist eine Corvette. Wir verlieren den in den Kurven, ist er nicht so. Ja, wow, dann fahre ich gegen diese eine dumme Ecke wieder. Mann. Ja, und die nächste Ecke. Ach, Gottchen. Ja, jetzt ist das Rennen vorbei. Okay, also muss sagen, ist nicht so einfach fahren. Ja, klar, wir fahren hier gegen krasse Sportwagen, aber trotzdem. Aber trotzdem. Ja, nee, das werden wir nicht gewinnen. No chance, no chance. Also, okay, das wird jetzt gleich lustig werden. Aber wenn wir jetzt noch ein paar mehr Rennen probieren. Aber so wird das nicht funktionieren. So. Ja, komm, mach hinne. Wenn man verloren hat, ist die Animation schon nervig, ne? So, jetzt aber. Dann gucken wir mal. Andere Herausforderungen. Jetzt schauen wir noch mal. Oh, irgendwas anderes. Guck mal, ob es ein bisschen besser läuft. Aber okay, also das muss sagen, will noch nicht so richtig aus dem Quark kommen. Trotz, dass wir ihn so mühselig aufgebaut haben. Mann! Gucken wir doch mal, ob es jetzt hier in Las Vegas besser läuft. Ja, der Mustang hat ein bisschen das Problem. Eigentlich genau wie der M4. Auto auf der perfekten Straße. Sei der perfekte Fahrer. Das ist ein bisschen das Problem wie beim M4. Den hatte ich ja in einer Close Beta. Den werden wir auch sicherlich hier im Hauptspiel nochmal haben. Aber der hat auch so ein bisschen das Problem, dass der einfach irgendwie durch den Heckantrieb und so weiter irgendwie diese Leistung, keine Ahnung, irgendwie gar nicht so richtig krass auf die Straße bringt. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Vielleicht war das Rennen jetzt einfach auch noch gerade irgendwie scheiße. Ich meine, es lief auch nicht gut, muss man ja sagen. Bin überall hängen geblieben. Jetzt gucken wir mal, wie es hier läuft. Las Vegas-Rennen sind doch ein bisschen verzeihlicher. Ah, Vorsicht. Das schaut schon mal ganz okay, glaube ich, aus bis jetzt. Ich glaube, so Topspeed und so geht er richtig gut nach vorne. Ja, kann man jetzt nicht meckern. Ja, also hier läuft es auf jeden Fall deutlich besser. Vielleicht war das Rennen aber einfach schwieriger, beziehungsweise... Ich bin da einfach nicht gut gefahren. War noch nicht so drin in der ganzen Sache. War noch nicht so eins mit dem wilden Pferd hier. Dass die Leute auch ein Talent haben hier in dem Spiel, immer vors Auto zu springen, anstatt davon weg. Alle haben alle hier Selbstmordgedanken. Jetzt sollten wir alle hier zum Psychiater gehen.
Was wir jetzt natürlich machen können, weil das ja so ein bisschen zurück zu den Anfängen ist mit dem Mustang, weil es ist das Anfangsauto, könnten wir ja eigentlich nochmal so die ersten Rennen machen. Ja, so, mal gucken, wie er sich dann so schlägt. Auf einem schwierigen Schwierigkeitsgrad, klar. Und natürlich voll aufgebaut. Oh ja, das, bei dem Rennen hatten wir jetzt echt weniger Probleme. Das muss man so sagen. Zack. Lars! Yay, zwei blaue Teile. Und brauchen wir, glaube ich, eh nicht. Guck mal, die fahren da einfach wieder los. Ohne uns. So. Ja, gut, da haben wir ja eigentlich schon, aber das können wir eigentlich nehmen. Ja, dann machen wir das doch einfach mal gerade schnell. Zack. Dann machen wir doch einfach mal hier das erste Rennen. Das Strip Süd. Bleiben wir gerade hier in. Ja, wow. Bleiben wir doch gerade mal hier in Las Vegas. Gut, bei dem Rennen kann man halt natürlich abkürzen ohne Ende. Das muss man sagen. Aber, ja, egal, ne? Gehört dazu. Go! So, die Konkurrenz sieht hier auch ein bisschen normaler aus. Nicht so die krassesten Sportwagen. So, jetzt ziehen wir uns einmal mal direkt nach vorne. So. Da ruhig hier ein bisschen den kürzeren Weg suchen. Ja, das Rennen habe ich zu oft gefahren, leider. Weil das war das absolute Grind-Rennen in der Beta. Damit hat man hier am meisten Kohle gemacht. Aber mittlerweile gibt es ja bessere Rennen dafür. Das sieht aber schon mal alles ganz gut aus. Ja, in der nächsten Folge, um da schon mal drauf einzugehen, denke ich mal, werden wir dann in der Freestyle-Kategorie nochmal unterwegs werden, weil da haben wir ja noch ein paar Veranstaltungen, die wir ja noch nicht gemacht haben. Das war da mal. Auch zumindest mal die 100% schaffen und die ganze Fotogeschichte und Herausforderungsgeschichte, die können wir immer ja zwischendrin mal machen. Wir können ja gerne nach dem Rennen auch nochmal ein, zwei Blitzer machen und dann wieder nochmal ein Rennen oder so. Das wäre ja eigentlich ganz cool. Ne? Vorsicht. Sehr gut. Ja, cooler wäre halt natürlich echt in den Spielen, das wurde ich auch schon oft gefragt, dass man die Autos mal ein bisschen tiefer legen könnte, also auch optisch tiefer legen könnte. Ich glaube, das würde dem Mustang extrem gut tun. Muss ich wirklich sagen, gerade mit dem Splitter, den er vorne hat, der steht schon ein bisschen arg hoch. Ein bisschen runter, dann würde das auch ein bisschen besser aussehen. So, wir gucken mal, was haben wir denn hier? Ja, gut. Das können wir eigentlich wegschmeißen. Genug blaue Teile, als dass wir jetzt ein grünes bräuchten. So. Ja, dann machen wir doch gerade mal, dass wir auch ein bisschen Progress hier gemacht haben. Machen wir doch mal hier irgendwas, was wir noch nicht haben. Es gibt nicht mehr viel, aber es gibt ein paar. So, hier. Historic Dallas Radar wahrscheinlich hieß es. Ich habe nur Historic Dallas gelesen. So, 210 müssen wir schaffen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, ich glaube schon, oder? Ja. Boah, Verkehr war aber gerade kritisch, aber wir haben es trotzdem geschafft. Ups, wir müssen hier lang. Okay. So, ich bin ja vorhin noch einen Kultrang aufgestiegen, das habe ich ganz vergessen. Das sollten wir vielleicht auch mal noch einlösen. Aber ja, wenn man das jetzt mal ein paar Rennen nicht macht, ich glaube, dann geht die Welt nicht unter.
Was habe ich da drüben? Ne, habe ich nicht. Okay, gut. Gut, dann machen wir nochmal schnell einen Blitzer oder irgendwas oder Flucht oder was auch immer. Vielleicht haben wir noch eine Flucht über. Ups. Können wir gerade mal gucken. Da ist doch noch eine Flucht. Die letzte Flucht. Machen wir doch mal eine Flucht. Flüchten wir. Das perfekte Fluchtauto eigentlich. Ne? So, also, auf geht's. Jetzt müssen wir noch gucken, wo fahren wir denn jetzt am besten lang. Das ist ein bisschen eine Zickzackstraße, die ich mir ausgesucht habe, aber okay. Vorne wird es ein bisschen problematisch, weil die Straße ist da zu Ende. Ich hoffe mal, dass ich jetzt einfach geradeaus weiterfahren kann. Dass da eine Rampe oder irgendwas ist, ist es nicht, ne? Scheiße! Okay, jetzt haben wir ein Problem. Muss ich irgendwie... Kopzi! Ja, fuck it. Da geht's nirgends raus. Ja, da werden wir jetzt eiskalt überholt. Ja, keine Chance. Ich glaube, man hätte vorher diese andere Straße nehmen müssen. Also quasi direkt am Start rechts rum und dann... Egal, wir haben es geschafft, wir haben den Balken gefüllt. Das ist die Hauptsache, alles andere ist irrelevant. Wir sind kurz vor 1 Million Follower hier im Spiel, nicht in echt. Ja, in echt fehlt nur ein bisschen mehr. So, machen wir noch ein Street Race. Machen wir mal das Spießer-Auto, ist das nächste, was da in der Reihenfolge kommt. Dann machen wir das doch einfach mal. Cutscene werde ich allerdings jetzt überspringen. Wer die Cutscene sehen möchte, muss einfach nur die erste, die zweite, ich weiß nicht, Let's Play-Folge sehen. Eine der ersten Folgen auf jeden Fall. Da hatten wir das ja alles schon gehabt, deswegen. Tschup. 3, 2, 1. Los geht's, meine Damen und Herren. Wow, deine Spießerschaukel war ja verdammt munter. Komm da rum. Oh, yes. Ja, es ist halt schon eine echte Heckschleuder, der muss sein. Licht. Sehr gut. Ja, das Rennen an sich hier finde ich nicht so cool, muss ich sagen. Es gibt auch ein paar Stellen, gibt, die ich ein bisschen blöd finde, wie jetzt durch den Kanal fahren und so. Da versetzt das Auto gerne mal und ja, weiß auch nicht. Nicht so 100% mein Favoritenrennen, aber ja, muss man halt durch. Ja, und ich werde auch immer wieder gefragt, jetzt in letzter Zeit in den Kommentaren, kann das sein, dass das Spiel ein bisschen zu wenig Veranstaltungen hat? Und ja, hat es auf jeden Fall. Also da muss auf jeden Fall dringend nachgelegt werden. Ich glaube auch, dass die Entwickler dran sind. Da müssen einfach viel, viel mehr Veranstaltungen her. Weil ich denke mal, man hat so eine riesige Spielwelt, da könnte man doch Rennen, unzählige Rennen machen. Also ich denke mal, da dürfte es doch gar kein Problem geben. Ich denke auch mal, das Grundgerüst steht ja hier im Spiel. Also wo wäre hier das Problem, einfach unzählige Rennen zu setzen? Gut, klar, du musst vielleicht eine KI-Linie setzen, dass die da wissen, wo sie langfahren müssen. Aber ich glaube trotzdem, also... Rennen kannst du ja noch und nöcher eigentlich generieren. Also ihr könnt da ruhig mal 40 Rennen pro Kategorie dazu klatschen. Ja, und das ist nicht übertrieben. Das können sie schon gerne machen. Gerne auch, weil ich das ein oder andere super duper schwere Rennen. Ist auch scheißegal, wo man wirklich richtig die Arschbacken zusammenkneifen muss, dass man es schafft. Ist doch egal. Einfach ein bisschen Herausforderung. Na gut, das eine Rennen haben wir ja auch nicht geschafft. Das könnte man dann vielleicht zu diesen schwierigen Rennen dazu zählen. Aber ich schieb's einmal auf den Mustang. Ich bin so gemein, ja. Nee, es war nicht ich. Es war ein Mustang, ganz klar. Nee, aber Spaß beiseite. Es gibt natürlich hier Fahrzeuge, die ein bisschen schwächer als andere sind. Bestes Beispiel ist zum Beispiel der Lamborghini Huracan. Der ist halt einfach genau das Gegenteil. Der ist halt ein bisschen stärker als der Rest. Deswegen... Vorsicht. Sehr gut. Boah.
Ja, wunderbar, Leute. Dann würde ich sagen, hören wir heute pünktlich auf. Ich habe ein bisschen viel Zeit im Tuning verbracht, aber da auch nochmal ausdrücklich betont, wenn halt natürlich eine gewisse Auswahl bei einem Fahrzeug zur Verfügung steht, wie jetzt bei dem Fahrzeug, dann nehme ich mir natürlich auch die Zeit, entsprechend dieses Fahrzeug anzuschauen, die Teile anzuschauen und dann natürlich für mich in dem Moment das Beste zusammenzustellen. Ich hoffe, es langweilt euch nicht zu sehr, aber ihr müsst auch ein bisschen Verständnis haben, weil klar, ich kann einfach jeden Rotz dran klatschen, aber dann habe ich ein Fahrzeug, womit ich nicht so zufrieden bin und hiermit kann ich eigentlich ganz gut zufrieden sein. Und deswegen beende ich diese Folge. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wie gesagt, die Woche wird es auf jeden Fall noch eine Doppelfolge geben und ab jetzt aber sollte nichts Außergewöhnliches passieren. Auf jeden Fall auch wieder täglich eine neue Folge The Crew. Nächstes Mal, wie gesagt, werden wir uns in die Freestyle-Kategorie nochmal begeben. Nämlich da fehlen ja noch ein paar Rennen. Ich bin raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.